Hast du schon mal einen Wichtel gesehen? Nicht? Ja, die meisten Leute haben noch nie einen gesehen. Wichtel sind kleine und liebe, aber ganz scheuche Wesen, die uns Menschen helfen. Sie flicken Sachen, die kaputt gegangen sind, räumen auf und putzen. Unsere Mikrowichtel verstecken sich in der Kasse. Die fleissigen Helfer haben alle einen Helm an mit einer roten Lampe drauf. Mit dieser Lampe leuchtet sie an der Kasse von unten durch die Glasscheibe. So sehen sie den Strichcode von diesen Sachen, die die Leute posten. Dann zählen die Wichtel mit ihren Taschenrechnern schnell alle Preise zusammen. Und am Schluss drücken sie auf den Fertigknopf, damit der Kassenzettel rauskommt. Verkäuferinnen und Verkäufer haben übrigens keine Ahnung, dass sich in der Kasse jemand versteckt, der ihnen hilft. Die Wichtel zeigen sich den Menschen nämlich nie. Einer von diesen Wichtel ist der Matthäus. Er schüttelt gerade wie wild seinen Kopf und sein langer, weißer Bart fliegt dabei hin und her. Oh, den nimmt selber Bart. 94 mal 94 plus 96. Das ist aber viel los. An diesem Samstagnachmittag hat es richtig viele Leute in der Mikrofiliale. Der Matthäus sitzt unter der Kasse 1 und tippt wie ein bisschen Wetter. Ein Preis nach dem anderen in seinen Taschenrechner. Er ist der älteste Mikrowichtel. Aber niemand weiss, wie alt er genau ist. Und selber weiss es auch nicht. Wenn man ihn fragt, dann sagt er einfach: Ich bin 80. Und ein anderes Mal sagt er: Ich bin 200 Jahre alt. Und manchmal sogar: Ich bin 1566. Die anderen Wichtel müssen schmunzeln, wenn er immer wieder neue Zahlen sagt. Aber eigentlich ist es ja gleich, wie alt er ist. Der Matthäus ist nämlich immer noch wahnsinnig schnell beim Preisen und zusammenrechnen. Das ist nicht einfach nur Schnelligkeit, das ist Magie. Sagt er manchmal und grinst dabei unter seinem weißen Bart. Hey, das ist ein Zauberbart. Ja, das behauptet der Matthäus. Er wäre nämlich gerne ein Zauberer. Und manchmal ruft er laut: Fox, Fox, Fox. Und zupft dabei an seinem angeblichen Zauberbart. Aber meistens entsteht dann kein Zauber, sondern nur ein Chaos. Aber das gehörst du in dieser Geschichte dann gerade selten. An der Kasse 1 steht der letzte Kunde für heute. So, fertig. So Tage wie heute sind schon ein bisschen hektisch. Aber bei meinem Zauberbart, ich mache die Arbeit halt einfach schon. Ja, gell. Seht, wie wär's ein Tag auf dieser Welt. Also seit 20 Jahren. Seit 200. Oder echt doch seit 1566 Jahren. Hast wieder mal ein Krisi-Misi mit deinem Alter? Wer besucht echt den Matthäus in seinem Kämmerli unter der Kasse? Die Lucy ist es. Das Wichtelmeidli mit den langen blonden Haaren und den Augen, die immer ein bisschen verträumt reinschauen. Matthäus, ich wollte dich etwas fragen. Frag nur, Lucy. Du kannst mich immer alles fragen. Dann weisst du bald gleich viel wie wir alten Wichtel. Also gut. Ich habe heute an der Kasse ein paar Mal gehört, dass Eltern zu ihren Kindern gesagt haben: Hör jetzt auf zu zwängeln, sonst gehen wir morgen nicht schlitteln. Und was willst du jetzt wissen? Warum das Kind zwängeln? Das ist, glaube ich, schon seit 1566 Jahren so. Nein, es geht um etwas anderes. Also, alle haben gesagt, dass morgen ein wunderschöner Wintersonntag soll sein. Und dass es ganz in der Nähe einen Hügel zum Schlitteln gibt, wo es so toll ist. Und darum wollte ich fragen, ob wir nicht auch schlitteln könnten. Eli, Delfin und ich haben das schon so lange mal ausprobieren. Und in der Weihnachtszeit unternimmt man doch schöne Sachen miteinander. Ja, sicher könnt ihr schlitteln. Aber Lucy, was? Du bist doch so ein schieres Wichtelmädchen und hast immer Angst, dass dich Menschen entdecken. Auf dem Schlittelhügel hat es morgen sicher ganz viele Leute. Ihr könnt ihr nicht schlitteln, ohne dass euch jemand sieht. Die Lucy lässt sich enttäuscht in grossen Polstersessel gehen, der im Kämmerli von Matthäus steht. Und das habe ich nicht gedacht. Dann müssen wir den Schlittelspass vergessen, leider. Die Lucy ist enttäuscht. Der Matthäus streichelt ihr über den Helm. Das tut mir leid, Lucy. Zum Glück habe ich den Eli und dem Finn noch nichts von meiner Idee erzählt.
Die hätten mich sicher ausgelacht, weil ich das Ganze nicht richtig zu Ende gedacht habe. Du bist halt manchmal ein bisschen gar schnell mit deinen Ideen. Ich habe einfach so Lust zum Schlitteln. Wenn die Kinder amigs nach einem Schlittelnachmittag in den Laden kommen und ein Zwiebeln posten, dann sehen sie immer so glücklich aus. Darum haben wir uns schon lange gefragt, wie Schlitteln echt so ist. Ja, vielleicht gibt es ja mal eine Gelegenheit, Lucy. Danke, Matthäus. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Preise auswendig lernen. Vielleicht lenke ich mich das ein bisschen ab. Lucy trottet aus dem Kämmerli und klettert aber in den Tunnel, wo alle Kassen unterirdisch miteinander verbindet. Sie geht zu ihrem eigenen Kämmerli und in der Kasse 2. Der Matthäus sitzt in seinem Postensessel. Er zupft mit der einen Hand an seinem Bart und mit der anderen tippt er an seinen Helm. Das macht er immer, wenn er überlegt. Ich würde Ihnen drei so gerne ermöglichen, dass Sie mal so einen Schlittelspass erleben könnten. Aber wie soll das gehen? Ja, bei meinem Zauberbart. Ich baue einfach einen Schlittelhügel da rein, im Laden. Morgen ist Sonntag und wie groß ist einen Weg zu. Dann können Sie ungestört schlitteln. Ein Schlittelhügel im Laden? Wie soll das gehen? Kann der Matthäus echt gleich zaubern? Wobei, nein. Dann hat er sicher einen anderen Plan. Aber zuerst muss er warten, bis es dunkel ist und alle Mikrowichtel schlafen. Vier, 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 vier. Endlich! Los geht's! Der Matthäus schleicht aus dem Laden. Draussen nimmt er einen Einkaufswagen und füllt ihn bis oben mit Schnee. Dann schiebt er ihn in den Laden. Was meinst du, wie soll das gehen? So einen munzigen Wichtel und so einen grossen Einkaufswagen. Weisst, Wichtel haben viel mehr Kraft, als man würde denken. Und sie sind extrem schnell und geschickt. Der Matthäus schiebt also den Wagen in den Laden, schaufelt den ganzen Schnee raus und schiebt das Wägeli dann wieder voraus. Das macht er fast die ganze Nacht lang. Hin und her und hin und her, bis mitten im Laden ein riesiger Schneehaufen steht. Jetzt ist der Matthäus zufrieden. Jetzt ist der Schneehügel endlich hoch genug. Er kommt fast oben an der Decke an. Aber ich brauche gleich noch mehr Schnee. Der kommt in die Gänge zwischen den Ställen. Der Matthäus schuftet und schiebt und klopft den Schnee zurecht. Am Schluss hat er die ganze Filiale in eine richtig tolle Schlittelbahn verwandelt. Wie mein Zauberbart. Das war ein Krampf. Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass ich 1566 gebe. Langsam gab verrissen die Sonne auf und es wird hell im Laden. Am Sonntag schlafen die Wichtel gern aus. Aber der Matthäus mag nicht mehr warten. Er will den anderen unbedingt seine Überraschung zeigen. Er rennt zu der Kasse 2 und klopft an die Seitenwand. Lucy, aufstehen! Komm raus! Das Gleiche macht er auch bei der Kasse von der Eli und vom Finn. Was ist los? Die Lucy ist die Erste, die aus dem Tunnel kreucht, wo die Kasse unter dem Boden miteinander verbindet. Aber sie sieht kaum aus den Augen. Jetzt schleichen auch Deli und der Finn verschlafen um die Ecke. Ich wünsche euch drei eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und ich habe etwas für euch gemacht. Deli schaut langsam umeinander und plötzlich... Nein, was ist denn da? Fantastisch! Endlich hat auch Lucy gemerkt, was los ist. Ui, 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 ui! In den Gängen hat es ganz viel Schnee. Und dort hinten hat es einen Schneehügel. Das ist ein Käferhagenhammer super mega geniale Schlittelpiste. Die drei jungen Wichtel sind völlig aus dem Häuschen. Sie hüpfen umeinander vor Freude, jubeln und juchzen. Hey, wartet mal!
Mit was wollen wir eigentlich Schlittli? Wie wär's mit den Einkaufskörbli? Die sind für uns so gross, dass wir sogar das dritte drin sitzen können. Elli, Lucy und der Finn schnappen sich so ein oranges Körbli und rennen zum Schneehügel. Zuerst schlitteln sie alle in einem Körbli runter. Aber schon beim zweiten Mal will jeder für sich allein den Hügel runterflitzen. Unterdessen holt der Matthäus in seinem Kämmerli ein Küssi und sitzt damit in ein Einkaufswägeli. Er schaut den drei Wichteln beim Schlitteln zu und strahlt über beide Backen, weil er ihnen eine so eine grosse Freude hat können machen. Aber es war eine anstrengende Nacht und der Matthäus fuset schon gleich ein. So lässig. Phänomenal. Achtung, Achtung, Achtung. Die drei Wichtel haben ein richtiges Käferfest. Sie klettern auf den Schneehügel, flitzen in einen Affenzahn und sausen auf der Schneepiste durch die Gänge. Immer und immer und immer wieder. Wer bat nochmal? Die drei lachen so laut, dass auch die anderen Wichtel verwachen und aus ihren Kämmerli kommen. Der Nino, der Tom und der Lino schnappen sich auch sofort das Körbli und schlitteln mit. Die Migros-Wichtel haben schon lange nicht mehr so den Plausch gehabt. Sie machen Wettrennen und drehen Pirouetten mit ihren Körbli-Schlitteln. Sie stoßen den Auto Gang und können es kaum glauben, dass der Matthäus das ganz allein angezaubert hat. Die drei älteren Wichtel haben nach einem Weile genug und gehen zurück in ihre Kämmerli. Lucy, Deli und Finn sind noch lange nicht müde. Sie könnten stundenlang weiter schlitteln. Aber... Schade, der Schnee schmilzt immer mehr. Hast recht. Der Schneehügel ist am Morgen früh bis fast an die Decke aufgegangen. Jetzt ist er nur noch halb so hoch. Dafür hat es recht viel Wasser am Boden. Wir müssen den Matthäus fragen, was er jetzt vorhat. Er hat sich sicher überlegt, was er mit diesen Schneeresten und dem Schmelzwasser machen will. Die drei gehen zum Wägeli, wo der Matthäus immer noch friedlich schläft. Im Traum murmelt er etwas vor sich hin. 11. Er studiert sogar im Schlaf an seinem Alter um. Dann klopft Lucia Matthäus fein auf die Nase und flüstert: Matthäus! Matthäus! 431! Wer, was, wie, wo? Du bist es, Lucy. Was ist? Du sagst doch immer, ich könnte dich alles fragen. Also jetzt habe ich eine Frage. Der Schneehügel schmilzt und es dauert nicht mehr lange, bis wir da innen einen richtigen See haben. Du hast dir sicher überlegt, wie wir das Schmelzwasser wieder aus dem Laden bringen, oder? Beim selben Bart. Sicher nicht das. Natürlich. Ich tue den Schnee wegzaubern. Wegzaubern? Danke. Die drei jungen Wichtel wissen ganz genau, dass der Matthäus nichts zaubern kann. Der alte Wichtelmann will einfach nicht zugeben, dass er seine Idee mit dem Schlittelhügel nicht zu Ende gedacht hat. 7.499, also, hört! Ihr habt sicher Hunger nach dem Schlittelspass, oder? Geht etwas gewessen und ich kümmere mich um die Schneereste und ums Schmelzwasser. 4.611. Gut. Die zwei Wichtelmeitli und der Finn spazieren davon. Kaum sind sie um die Ecke, reisst der Matthäus mit beiden Händen an seinem weissen Bart. Beim Zauberbart. Was mache ich noch mit dem ganzen Flatsch und dem vielen Wasser? Morgen, wenn der Laden aufmacht, muss alles wieder picobello sauber sein. So schwer das Verkaufspersonal misstrauisch und sucht alles ab. Und am Ende finden wir uns noch. Der Matthäus tigert im Schneematsch und in den Glunken aus Schmelzwasser hin und her. Seine Schuhe sind schon ganz nass.
ich könnte das Wasser mit einem Lumpen aufwischen. Nein, das geht nicht. Da bin ich ja in einer Woche noch dran. Oder soll ich das Schneewasser einfach trinken? Aber für das bräuchte ich einen Elefantenrüssel zum Aufsaugen. Mit dieser Schlittelbahn bin ich, glaube ich, ein bisschen reingeschossen. 899.978. Ich bin im Zauberbad. Mein Magen knurrt. Ich habe ja gar noch nichts gegessen heute. Ich mache mir schnell ein Müsli. Vielleicht habe ich mit dem vollen Bauch bessere Ideen. Auf dem Weg in sein Kämmerli bleibt der Matthäus plötzlich wie versteinert stehen. Du siehst. Ich hasse. Jetzt weiss ich, was wir machen. Das Müsli ist meine Rettung. Der Matthäus rennt zu seinem Kämmerli. Hast du eine Ahnung, was er vorhat? Wie soll ich nach das Müsli retten? Wir erfahren es sicher gleich. Der Matthäus flitzt nämlich schon wieder aus seinem Kämmerli. In der Hand hat er einen grossen Sack voll mit Haferflocken. In dem Moment läuft der Finn vorbei. Hey Matthäus, hast du so fest Hunger? Oder was willst du mit dem vielen Müsli-Zeugs? Der Matthäus fängt geheimnisvoll an lächeln. Zaubern will ich damit. Was zauberst denn du aus dem? Schmelzwasser will ich wegzaubern. Jetzt muss es schnell gehen. Es hat Hummel Schnee rum. Stimmt. Der See am Boden wird immer grösser. 444 Grad. Genau. Und weil wir das ganze Wasser nicht so schnell aufwischen können, muss ich halt mit meinen Haferflocken zaubern. Ja, so. Und wie soll das gehen? 6x6. Ich streue Haferflocken aufs Wasser, überall. Die saugen alles Wasser wie von Zauberhand auf. Und dann kann ich das Ganze einfach mit dem Besen rauswischen. Jetzt schaut der Finn nicht mehr verwundert, sondern kritisch rein. Und du meinst, das funktioniert? Ganz sicher, Finn! Ich fange jetzt an zu zaubern. Der Matthäus rührt hampfleweise Haferflocken umeinander, wie wenn es Konfetti an der Fasnacht wäre. Schon gleich ist der ganze Boden mit Haferflocken bedeckt. Dann steht er zwitzt in den Laden, zupft das im Bart und ruft: Fox, Fox, Fox! Zauberflocken, legt los! Das muss ich der Ellie und der Lucy erzählen. Die sollen mit eigenen Augen gesehen, was der Matthäus da für einen Zaubertrick ausprobiert. Gleich darauf kommt der Finn mit der Lucy und der Ellie zurück. In der Zwischenzeit ist tatsächlich etwas passiert. Es hat jetzt kein Wasser mehr auf dem Boden, sondern etwas anderes. Was ist denn das für eine Sauerei? Die Ellie taucht ihren Zeigfinger vorsichtig in die hellbraune Masse, die es überall am Boden hat. Aber sie zieht ihre Finger schnell wieder raus. Weh, das ist ja total schleimig und glitschig und klebrig. Pfui! Da hat wieder mal ein Zaubertrick von Matthäus nicht richtig funktioniert. Haferflocken hat zwar das ganze Wasser aufgesaugt, aber jetzt ist es ein matschiger Brei daraus geworden, der überall am Boden klebt. Das kann man nie und nimmer mit einem Besen wegwischen. Wo ist eigentlich der Matthäus? Deli, Lucy und der Finn schlurfen durch den Haferflocken-Schneeschmelzwassermatsch und suchen den Matthäus. Sie finden ihn in einer Ecke. Er wedelt mit seinem Bart wie wild in dem braunen Matsch um. Nein. 999 Millionen. Ich muss putzen. Putzen. Hax, Box, Fax. Zauberbart, 77.569.291. Nein! Ui, was ist denn mit dem Matthäus los? Wollt er die ganze Sauerei mit seinem Bart wegwischen? Ich glaube, er ist einfach total verzweifelt. Es tut mir so leid. Dabei hat er uns einfach eine Freude machen, weil gleich Weihnachten ist. Und jetzt hat er nichts als Ärger. Der Finn stampft mit dem Fuß und der Matsch spritzt in alle Richtungen. Und was macht man, wenn ein Freund nicht mehr weiter weiss? Deli und Lucy grinsen und stampfen auch mit dem Fuß. Helfendank! Der Matthäus verschrickt und kommt ganz rote Backen über. Er hat nicht gemerkt, dass die drei jungen Wichtel hinter ihm stehen. Ist denn das? Ich bin gleich fertig mit Aufräumen. Deli geht zu Matthäus und legt ihm eine Hand auf die Schulter. Ist gut, Matthäus. Mach du nur weiter.
Die drei Wichtel gehen im Gang nebendran und besprechen zusammen, wie sie den ganzen Matsch am Boden so schnell wie möglich aus dem Laden bringen. Wir müssen irgendeine Putzmaschine basteln. Mit Lumpen und Baselei können wir nicht vom Fleck. Weisst, der Finn ist besonders kreativ und der beste Bastler unter den Mikrowichteln. Kein Wunder, hat er als Erster eine gute Idee. Hört zu. Ihr holt aus allen Wichtelkämmerchen die Schrupper. Die wir amigs brauchen, um die Bodenfeucht aufzunehmen. Weil jeder von uns Mikrowichtel einen hat, sollte das insgesamt 7 Stück sein. Wir stecken die Besenstiel in die Gitter an der Seite eines Einkaufswägeli. Dann kann einer von uns das Wägeli schieben und die anderen zwei sitzen ins Wägeli und rudern mit den Schrupper. Oh ja, dann können wir es super schnell putzen. Aber dann liegt am Schluss ja ein grosser brauner Matschberg vor dem Eingang draussen. Das ist auch ein bisschen grusig, wenn die Kunden morgen kommen. Deli hat eine Lösung. Weiss, sie hat besonders gern Tiere und kann mit ihnen reden. Kein Problem. Ich rufe den Vögeli. Die haben im Winter einen Weg immer Hunger und können die Haferflocken aus dem Brei rauspicken. Dann bleibt nur noch ein Schneepflotschförig und der schmilzt von selber. Das klingt wie ein richtig guter Plan. Schnell haben die drei einen Schrubber geholt und eine Putzmaschine zusammengebastelt. Der Finn stößt sich aufs Wägeli, wo wie geschmiert durch Gang saust. Deli und Lucy sitzen im Wägeli und rudern mit dem Besenstiel, dass der ganze Matsch zusammengefegt wird. Und vor dem Eingang wartet der Eli ihre Vogelfreund und freut sich über das Festessen. Ein guter, liebe Vögeli. Und schön aufwässern, gell? Nur ein einziger Gang haben die drei noch nicht putzt. Nämlich der, wo der Matus verzweifelt mit seinem Bart umwischt. Aber jetzt wollen sie ihren alten Wichtelfreund überraschen. Der Matus verschrickt. Woher kommt der Lärm? Jetzt sieht er die drei Wichtel, die mit ihrem Putzwägeli den ganzen Gang picobello sauber wischen. Bei Matus hält es an. Ah, bei meinem Zauberbart. Eine tolle Maschine haben Sie da, 1260. Ja, das haben wir. Und sie hat schon die ganze Arbeit erledigt. Jetzt müssen wir nur noch einmal um dich herumputzen und dann sind wir fertig. Der Matus macht grosse Augen. Wirklich? Ich bin im Zauberbar. Der Matus will an seinem Bart zupfen und merkt, dass die weißen Haare braun sind vor lauter Haferflocken, Schnee, Schmelz, Wasser, Schleim. Bei deinem Matschbart, hast du wollen sagen, oder? Zusammen spazieren die vier Wichtel von der Eingangstür, sitzen im Schnee und schauen den Vögeln zu, die voll Freude viele Haferflocken aufpicken. Und dann zum Matus ein Lied. Und die anderen drei zum fröhlichen Lied.